So, Leute, da sind wir beim nächsten Blacky Talk. Und dieses Mal ein Thema, das mich seit dem Command Fest ein bisschen mehr beschäftigt. Und zwar die Zukunft von Magic. Beziehungsweise, um genau zu sein, die Zukunft von Casual im Vergleich zur Zukunft von Magic. Denn ich möchte die Sachen hier getrennt voneinander betrachten. Casual Magic war immer und wird immer etwas anderes sein als Competitive Magic. Und ich weiß, dass ich gerade bei den CEDH-Leuten mich heute sehr unbeliebt machen werde, aber so ist das halt. Auf dem Command Fest habe ich eine Menge Casual gespielt. So viel wie die letzten Jahrzehnte nicht bei mir. Wobei, das Jahrzehnt würde ich sagen. Und es waren wirklich eine Menge Leute vor Ort, die wirklich mit so viel Begeisterung in ihren Decks waren und mir erzählt haben, wie cool sie doch mit ihrem Engel-Commander mit Clerics da auf einmal nur Clerics und Engel drin hatten. Oder ein anderer Kollege, der halt gesagt hat, hey, übrigens, ich habe jedes Land nur einmal drin, weil ich spiele Singleton. Und so weiter und so fort. Super, super, super cool. Und ich habe auch so viele Leute getroffen, die gesagt haben, hier, das ist eins meiner Lieblings-Commander-Decks. Ich liebe dieses Deck einfach und es macht so viel Spaß, dieses Deck zu spielen. Beispiel war jetzt zum Beispiel Meeren. Oder andere Spieler, die gesagt haben, hey, ich bin hier, um Spaß zu haben. Mir geht es nicht um zu gewinnen und wir wollen einfach mal lustige Sachen haben. Natürlich war auch der eine oder andere brokene Spielmove dabei oder ein sehr hohes Powerlevel mit Kombos und Ähnlichem, was halt CEDH ist. Und da kommen wir mal ganz kurz zu dem Disclaimer. Für mich ist CEDH nichts anderes als Commander. Nur der Ansatz der Person ist anders. Man kann ein CEDH-Deck eigentlich nicht mit einem Casual Commander vergleichen. Dennoch ist und bleibt es Commander und damit meiner Meinung nach ein Casual-Format. CEDH macht sehr, sehr viel Spaß, wenn man mit vier Leuten am Tisch sitzt, die alle dasselbe Powerlevel haben. Und deshalb halt auch diesen Multiplayer-Interaktionsradius mit sich haben. Im Vergleich zum normalen Competitive 1 gegen 1. Dennoch sind wir Multiplayer und in einem 100-Karten-Singleton-Format, wodurch es viel Randomness mit drin hat. Und damit bleiben wir im Casual-Bereich. Jedes normale Commander-Deck kann zum CEDH-Deck aufsteigen. Und jedes CEDH-Deck kann runtergebrochen werden auf ein normales Commander-Deck. Und da es dort keinen Unterschied gibt und die Turniere bei CEDH nun mal auch sehr, sehr strange sind, genau wie sie beim Commander sehr, sehr strange sind, sehe ich das alles als Casual an. Ohne das Abwerten oder sonst was zu machen, weil Casual ist der Großteil unserer Playerbase. Das darf man nie vergessen. Casual sind wahrscheinlich über 98% aller Spieler sind Casuals. Und damit die Hauptzielgruppe von Wizards. Da kommen wir zu einem Punkt, der sehr interessant ist. Warum werden denn aktuell so viele Commander-Sets gedruckt? Warum wird denn auf Baldur's Gate nochmal extra Commander Legends draufgedrückt? Warum besteht denn die, ich glaube, 70% oder 60% aller Rares und Mythics aus Double Masters 2 für Commander? Ja, warum wohl? Weil Commander die meisten Spieler hat. Leute, die illusioniert sagen, ja, nee, also wir spielen Pioneer und Pioneer ist ja fast so groß wie Commander. Nein, nein. Commander ist riesig und ich verstehe bis heute nicht, warum sie Commander nicht endlich auf Arena bringen. Also, ich verstehe es schon, weil sie dann programmieren müssten. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass sie da so viel was machen können. Und dementsprechend ist Commander eine Sache, die nicht mehr wegzudenken ist. Es ist ein Multiplayer-Format, das entstanden ist, weil ein paar Judges EDH, also Elder Dragon Highlander, gespielt haben. Und gedacht haben, hey, wir nehmen eine andere Legendary. Und dann, das ist mein Commander. Und das wurde dann verteilt. Und ja, Wizards hat das irgendwann mal aufgegriffen, in ihrem Wahn irgendein Multiplayer-Format zu erschaffen, wo ja auch Plane Chase, Arch Enemy und so weiter und so fort hergestanden ist. Und ja, Commander ist halt gestickt, weil Commander musst du nicht extra was kaufen. Commander hast du dir einfach in deiner komischen Gravel-Kiste irgendeine random Legendary rausgesucht und gesagt, das ist jetzt mein Commander. Und damit verprügle ich euch alle. Und es war halt cool. Und es ist cool. Und das ist halt der Vorteil von Commander. Der Nachteil von Commander ist ganz, ganz oft, dass Anfänger mit Commander hart überfordert sind. Und dann kommen wieder die Commander-Spieler und sagen, nee, das ist doch voll einfach, Commander, komm, wir helfen dir, das ist voll easy, komm einfach Commander mit. Und die Leute sind ja schon überfordert, wenn man 1 gegen 1 mit 60 Kartendecks gegeneinander spielt. Wenn man dann in einem 100-Karten gemischten Deck, wo 400 Karten am Tisch sind und man spielt ja eh keine Basics, jede Karte was anderes macht und dass sich alle merken sollen und machen sollen und tun sollen und darauf reagieren sollen. Never ever. Ich verstehe nicht, wie man Leute in Magic mit Commander einführen können soll. Das ist halt Quatsch, meiner Meinung nach. Man kann hingehen und die mit 60-Karten-Decks anlocken, so ein bisschen hier, guck mal hier Arena, guck mal hier, wunderschön 60-Karten-Deck, bla bla bla.
Und ja, dann hast du halt diesen Übergang von, übrigens, wir spielen aber ein anderes Format, wir spielen Commander. Da passiert ganz, ganz viel mehr, aber dann verstehen die wenigstens die Regeln. Manche Leute verstehen ja dann teilweise manchmal die Regeln. Und deswegen ist es halt schwierig, Commander als die Zukunft des Casuals zu bezeichnen. Weil meiner Meinung nach ist es die Zukunft des Casuals, aber nicht die Zukunft der Neueinsteiger. Und da widersprechen mir ganz, ganz viele Commander-Leute immer wieder und sagen, nein, Commander ist super zum Einsteigen, da kann man ganz viel lernen und man hat immer Leute, die einem helfen, bla bla bla. Ich möchte das nicht untertun. Ich spiele das Spiel jetzt auch schon sehr, sehr lange und habe mit der ersten Commander Wave, stopp, mit der zweiten Commander Wave angefangen. Commander auch zu spielen. Und wir hatten auch Neulinge dabei, die mit Commander eingestiegen sind. Nein, also mach das einfach nicht. Die verstehen nicht, wie Magic funktioniert. Genau dasselbe hast du, wenn Leute direkt mit Legacy einsteigen. Die sagen, hey, ich möchte dieses Spiel spielen. Und jemand kommt an und sagt, Legacy, geiles Format, komm, ich zeig dir, wie Magic funktioniert. Die wissen auch nicht, wie man Magic spielt. Magic spielt man mit 60 Karten Casual am Tisch, an dem man viermal immer wieder dieselbe Kreatur hat und einen Finisher. Um dann ganz langsam zu verstehen, wie das funktioniert. Und dann sucht man sich aus, in welches Format man geht. Aber direkt im Commander geboren zu sein, bringt halt niemandem was. Dementsprechend ist Commander für mich das perfekte Casual-Format. Aber nicht das perfekte Anfängerformat. Weil auch im Casual können sich die Leute, die es vielleicht ein bisschen ernster mit dem Casual meinen, aber eben keine Turniergrinder sind, auch ein bisschen ausleben. Zum Beispiel mit CDH-Decks. Ist halt einfach so. Aber die Zukunft von Magic und gerade den Turnieren in Magic sehe ich anders. Ich habe das Magic Fest jetzt sehr positiv wahrgenommen. Es hat mega viel Spaß gemacht. Die Side-Events waren ganz cool. Man hat halt immer so drei Runden Modern gespielt oder keine Runde Brawl oder zwei Runden Draft oder zwei Runden Traded Giant Sealed oder. Aber es waren halt nur Side-Events. Es ist halt kein richtiges Turnier. Es gab dort kein richtiges Turnier. Und es sind auch einige Leute vor Ort gekommen, die gesagt haben, hey, ich komme eigentlich nur wegen Modern hierher. Das fand ich sehr beeindruckend. Aber gut, aktuell haben wir halt nicht so viele Turniere und vor allem nicht große. Und dann ist das schon ganz cool. Aber ist es das die Zukunft von Magic, beziehungsweise gerade vom Turnier Magic? Ich glaube nicht. Ich glaube, Commander ist gänzlich ungeeignet für Turniere. Es hat viel zu viele Random-Faktoren. Es hat viel zu viele Faktoren, die halt auf Politics aus sind. Oder auf irgendwelche Möchtegern-Entscheidungen wie, okay, wir setzen uns jetzt zu dritt hier an diesen Tisch und überlegen, wer von uns Vieren jetzt dieses Turnier gewinnt, weil den lassen wir einfach gewinnen, weil es einfach mal Multiplayer ist. Das ist schon schwierig. Da macht es mehr Sinn, wenn man 1 gegen 1 sich beweist. Oder in einem Team, wo man zum Beispiel Modern Pioneer Standard spielt, gegen ein Team mit Modern Pioneer Standard. Oder Legacy. Oh, ich vermisse Legacy-Turniere. So oder so macht es viel, viel mehr Sinn, Einzelleistungen rauszusondern. Statt zu sagen, hey, du bist jetzt der Gewinner des Gewinnerpots, weil du hast zufällig eine Hand geopnet, die halt super strong ist. Vor allem, wenn man ja im Commander immer nur eine Runde spielt und keine drei. Man kann nicht sideboarden. Es fehlt so viel an Strategie, was das Sideboarding angeht. Das ist Wahnsinn. Auf der anderen Seite muss man nicht Sideboarden lernen, was halt für Casual spricht. Aber das ist genau der Punkt, wo ich sage, ich sehe Commander nicht als die Zukunft des Magic an. Oder auch des Turnier-Magics. Der Fokus von Wizards liegt auf den Casuals. Das liegt ja schon seit Jahrzehnten. Diese komischen Theme-Decks, die wir damals hatten, diese Themen-Decks, die waren für Casuals ausgelegt, nicht für Competitive-Spieler. Starter-Decks, Casuals. Theme-Booster, Casuals. Keine Ahnung, VIP-Booster, Casuals. Es geht darum, Leuten den Casual-Spaß zu geben. Aber Commander als Turnierformat zu machen, finde ich halt super strange und muss sagen, gefällt mir gar nicht. Zumindest wenn wir vom normalen Commander reden. Ich fange jetzt nicht an mit irgendwelchen komischen One versus One Commander, French Commander, Canadian Commander, was gibt es noch, Captain und was nicht alle. Ich rede von offiziell normalen Wizards-Turnieren, Formaten oder generell Formaten. Und ja,
1 gegen 1 ist so ein bisschen anerkannt, der French Commander, aber nee. Commander ist für mich Commander. 4 Spieler oder auch teilweise mehr. Dieses 4 Spieler hat sich ja nur durch Corona praktisch irgendwie durchgesetzt und durch Spelltable. Eigentlich war ja Commander so viel mehr. Wir haben ja mit so viel mehr Leuten am Tisch gespielt. Ich glaube, unsere größte Runde waren 11 oder 12 Leute. Oder 15, 13, 1, 2. Egal. Es waren auf jeden Fall über 10 Leute. Und das war wahnsinnig cool. Auch gleichzeitig wahnsinnig anstrengend. Deshalb diese auf 4 kommt ja nur durch online. Sonst sind bei uns auch 6 Leute an einem Tisch gesessen. Oder 8. Gar kein Problem. Und heute tun Leute so, wenn du mal zu 5 am Tisch sitzt, so Commander sind aber 4 Menschen. Nein, Commander ist Multiplayer. Und wenn man 20 Mann an einem Tisch Commander Ground Melee spielen lässt, dann ist das so. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Zukunft des Casuals, was eindeutig Commander ist. Wir haben die Zukunft der Neulinge, was meiner Meinung nach nicht Commander ist, aber ganz oft Commander dafür benutzt wird, was ich sehr, sehr schlecht finde und sehr, sehr schwierig und sehr, sehr schlimm. Und dann haben wir halt die Zukunft von Magic, beziehungsweise dem Turnier Magic, um genau zu sein, wo ich Commander einfach nicht sehe. Und ich glaube auch nicht, dass es aussterben wird, dass Leute sich in Modern, in Legacy, in Pioneer und im Standard mit ihren 60-Karten-Decks, mit dem Original, wie man Magic spielt, damals, verprügelt. 1 gegen 1. 100 Leute gucken, wer an der Spitze steht. Wer ist die Nummer 1? Es wird über Social Media ganz oft so verbreitet, als wäre das entweder das Einzige, was existiert, weil ganz viele Leute, wie ich das teilweise auch schon gemacht habe, Turnierberichte abgegeben haben und ähnliches. Oder eben von Commander Leuten verpublished, nein, also das wahre Magic ist Commander und Commander kann man auch als Turnier spielen, das haben wir auch schon gemacht und das funktioniert so und so. Ich sage, schön, gut, ich nutze diese Blackie Talks ganz, ganz oft für meine eigene Meinung und möchte mit euch darüber diskutieren, aber ihr werdet mich nicht davon überzeugen können, dass man mit Commander ein geiles Turnier auf die Reihe kriegt. Das habe ich probiert mit ein paar Sachen, kannst du knicken. Mach lieber ein 60-Karten-Einzelspieler-Turnier. Oder eben ein One-versus-One-Commander-Turnier. Aber wie gesagt, das beleuchte ich hierbei ja nicht. Wir schauen uns Multiplayer-Commander an als Casual. Irgendwas als Anfänger? Ich weiß immer noch nicht. Wir haben diese Arena-Starter jetzt. Die sind ganz cool, aber mehr hast du ja auch nicht als Anfänger-Decks. Naja, und dann hast du halt Constructed normale 60-Karten-Decks. Mit Sideboard. Wichtig hierbei, mit Sideboard. Und hierbei finde ich es aber interessant, es gibt so viele Menschen, die ich jetzt mittlerweile kennengelernt habe, die halt entweder auf der Commander-Seite oder nicht auf der Commander-Seite stehen. Es gibt nur ganz wenige dieser Magic-Spieler, die sagen, hey, ich habe ein Commander-Deck und ich habe ein normales 60-Karten-Deck. Das gibt es fast gar nicht mehr. Commander hat sich so krass etabliert, dass es, ich sage immer liebevoll und aus Spaß, man spielt halt entweder Magic oder Commander. Das ist ein Zitat, das ich aus dem Commander-Kompass habe und diese Folge immer noch dafür sehr hart liebe. Aber es ist ja nicht richtig. Commander ist auch Magic. Commander bewegt Preise ohne Ende. Smothering Tithe, eines der besten Beispiele. Eine Karte, die ohne Commander nie teuer geworden wäre. Nur wegen Commander ist die gut. Und davon gibt es etliche Beispiele. Und ich habe ja schon gesagt, also ich liege, glaube ich, meinen 98% Casual-Leuten, die dann wahrscheinlich zu fast 99% aus Commander-Leuten bestehen, glaube ich, gar nicht so daneben. Also, wenn wir Paper nur betrachten. Online und Arena habe ich keine Ahnung von. Aber es war damals immer schon so. Die Kitchen-Table-Spieler, die wurden ja nirgends erfasst. Das ist immer die Dunkelziffer. Und die war immer riesiger als jegliche Art von Leuten, die sich gemeldet haben für Turnierspiele. Es gab wesentlich mehr Leute, die in irgendeiner Magic-AG in der Schule Magic gespielt haben, als es Leute gab in einem Friday-Night-Magic-Store. Einer von beiden Gruppen ist angemeldet, die andere nicht. Dementsprechend, die Dunkelziffer von Commander-Spielern ist immens hoch, glaube ich. Und gerade sowas wie Frankfurt, also das Command-Fest, hat einem das vor Augen geführt. Also hat das mir nochmal vor Augen geführt. Natürlich waren auch die Side-Events, Modern und ähnliches, krass besucht. Aber da waren dann Leute, die auch ein Commander-Deck dabei hatten. Es gab ganz, ganz wenige Leute, die gesagt haben, ich bin dann nur für Commander hingefahren. Ganz, ganz wenige. Und dieses, man hat nur eins der beiden Decks, man ist entweder Commander-Spieler oder kein Commander-Spieler, finde ich halt sehr, sehr schade, weil
Diese Trennung zwischen Commander- und Nicht-Commander-Spielern tut der Spielerschaft weh. Und tut mir jetzt persönlich auch weh. Wenn ich in Urlaub fahre, nehme ich mein Commander-Deck mit. Weil ich weiß, ich kann fast überall auf der Welt Commander spielen. Ein Kollege von mir war jetzt neulich in Euskirchen und hat da eine Freundin besucht und hatte sein Commander-Deck mit. Und wusste dann, okay, er geht da hin und guckt sich an, ob die Commander spielen. Ja, haben sie getan, alles klar, gab's Commander. Geil. Und so funktioniert das mit Commander fast überall. Die anderen Formate kannibalisieren sich krass selber, weil es gibt zwar dedikierte CDH-Spieler, aber auch CDH-Spieler haben ein normales Deck. Und jeder Casual-Commander-Spieler hat so ein Deck, wo er sagt, oh, das Power-Level, da kriege ich meine 8 bei hin. Und mit 8 kann man meiner Meinung nach bei CDH mitspielen. Vielleicht reißt man nicht, vielleicht gewinnt man nicht, aber man kann mitspielen. Und Commander-Spieler sind da viel einheitlicher. Weil man kann theoretisch auch mit einem CDH-Deck an einem normalen Kitchen-Table spielen, wenn man das Mindset anders ändert. Man kann auch mit einem normalen Deck an einem CDH-Deck-Tisch mitspielen. Ist gar kein Problem. Es ist aber nicht möglich, mit einem Legacy-Deck im Modern mitzuspielen oder im Standard oder im Pioneer. Natürlich ist das aufwärtskompatibel. Das heißt, ein Standard-Deck kann im Pioneer, kann im Modern, kann im Legacy gespielt werden. Aber niemand hat im Modern oder im Legacy eine Chance mit einem Standard-Deck. Also keine, die nicht irgendwie flat ist, sondern die halt wirklich eine richtige Chance ist. Und das tut mir aktuell so ein bisschen weh, wenn ich das sehe. Und das zeigt mir auch, dass auch die Zukunft von Magic vielleicht nicht unbedingt die 60-Karten-Decks sind. Es ist auf keinen Fall Commander die Zukunft von Turnier-Magic. Aber vielleicht ist es auch nicht mehr dieses veraltete Systemdenken. Ich habe mehrfach schon im alten Blackie Talk dafür plädiert, dass es ja Möglichkeiten gäbe, Modern und Legacy zum Beispiel zu vereinen. Zu einem Format. Um dort eben ein wirkliches Eternal-Format zu erschaffen. Für alle Spieler. Ohne, dass man tief in den Geldbeutel greifen muss. Oder so tief in den Geldbeutel greifen muss. Das ist ja schon lächerlich teilweise. Und der Meinung bin ich immer noch, dass wir uns als Community, die 60-Karten-Turniere spielen, gegenseitig kannibalisieren, weil wir auch nicht nach links oder rechts gucken. Wir sagen dann, hey, ich bin Legacy-Spieler. Die wenigsten Legacy-Spieler haben Modern-Deck. Oder hey, ich bin Modern-Spieler. Ja, dann spiele ich nicht bei Legacy mit. Ich bin ein Modern-Spieler. Und das ist halt gefährlich. Und dann geht es darum, manchmal buhlt man dann auch noch um Neuankömmlinge, die sagen, hey, ich möchte nicht Commander spielen, ich möchte 60-Karten-Turniere spielen. Ich komme jetzt aus dem Standard, ich möchte mich weiterentwickeln, was mache ich? Und dann hängen alle Formate und dann sagen, oh, komm zu uns, Pioneer. Pioneer sind wir auf jeden Fall die coolsten, weil dein Deck rotiert nicht und du kannst dir ein Deck machen und kannst Party machen. Und daneben steht Modern und sagt, ihr bei uns auch. Und daneben steht Legacy und sagt, bei uns auch. Und schon ist diese eine Person, die hinzugekommen ist, ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil er wird sich für eine der drei Eternal-Formate im Turnier dann interessieren, dahin gehen und verschwinden. Für alle anderen Formate. Im Commander ist das ein weiterer Commander-Spieler. Ob das jetzt ein Casual-Commander ist, ob das ein CDH-Spieler ist, ob das ein Spieler ist, der keine Ahnung, 6er und 7er und 8er Decks spielt, also nicht CDH, aber auch kein Casual mehr, das ist vollkommen egal, das ist ein weiterer Commander-Spieler. Und das finde ich das Interessante, das ist ja bei Yu-Gi genau dasselbe. Man hat bei Yu-Gi-Oh! Ja nur ein Format. Und bei uns, beim Medium Local Game Store, ist es so, dass Yu-Gi aktuell boomt wie sonst was. Einfach nur, weil die nur ein Format haben. Die nehmen sich gegenseitig nicht die Spieler weg und sagen dann so, oh nee, warum spielst du denn diese Woche nicht bei uns mit? Wir sind nur 8 Leute. Die nimmt sich niemand weg. Jeder spielt einfach mit. Und das muss ich sagen, das ist das Schöne am Commander. Und deshalb die Zukunft von Casual. Und ich habe es mehrfach mich immer wieder korrigiert, wenn ich gesagt habe, die Zukunft von Magic bzw. die Zukunft von Turnier Magic. Die Zukunft von Turnier Magic ist ungewiss. Es ist nicht Commander. Genauso wenig, wie es für Anfänger Commander ist. Aber die Zukunft von Magic, von dem Spiel an sich, und das fällt mir jetzt schwer, das zu sagen, wird Commander sein. Wenn sich nicht grundlegend irgendwas ändert, mit Commander die Zukunft von Magic. Ob wir wollen oder nicht. Die meisten wollen. 98% gehe ich aktuell von aus, statistisch gesehen. Keine feste Zahl, by the way. Und darüber will ich mit euch ein bisschen reden. Ihr könnt in die Kommentare ein bisschen was sagen.
wie ihr so dazu steht. Mögt ihr Commander, mögt ihr kein Commander? Wart ihr auf dem Command-Fest? Habt ihr das ähnlich wahrgenommen wie ich? Liege ich vielleicht mit meiner Meinung völlig daneben und ihr habt eine viel bessere? Und dann erklärt sie mir in den Kommentaren oder schreibt sie mir auf Instagram, auf Discord, auf Twitter, auf Facebook, irgendwo schreibt es rein. Wir können da gerne drüber diskutieren. Bei Discord ist es gut, wenn ihr irgendwie den Radio Ravnica Discord, den MTG mit Patrick Discord oder irgendeinen anderen Discord wählt, wo ich drauf bin. Auf Direktnachrichten kann ich teilweise nicht antworten oder es dauert ewig, weil die ziemlich hart überrannt sind und ich dann lieber über die Discords drüber gucke, weil ich da mehr Leute erreiche, als wenn ich privat versuche, mit Personen zu schreiben. Dementsprechend so oder wie gesagt, Twitter, Instagram, Facebook oder eben YouTube-Kommentare. Schreibt mir, was eure Meinung ist und ja, was ihr von dem Ganzen haltet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt das Video auch gerne anderen Leuten mal zeigen. Also, wir sind ja relativ viel gewachsen in letzter Zeit. Aber es wäre halt cool, wenn auch mehr Leute das sehen. Ihr könnt es auch auf Spotify den Leuten dann teilen und könnt dann sagen, hey, guck mal hier auf Spotify. Ich weiß, du guckst kein YouTube, aber du hörst Podcast. Guck mal den Blacky Talk bitte auf Spotify an oder sonst was. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr cool von euch, wenn ihr das machen würdet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blacksit. Ciao, ciao.